willkommen aus den Pangea-Studios hier an der Langen Straße bei Lapsa im Tomorrow Club Kiosk und herzlich willkommen zu unserer Webserie zur leuchtenden Überraschung. Lapsa haben sich im letzten Jahr viel mit Schlafen beschäftigt und Träumen als so eine Art von emanzipativer Praxis und anderen Formen von Wissensgenerierung und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt hier auch viel zu schlafen in dieser Sendung, um das auch ins Spiel zu bringen, diese Form der Auseinandersetzung. Ist okay für dich? Ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Okay, cool. Ja. Ja. Gute Nacht. Was für ein Tag heute? Heute ist der 11. November. Ah, okay. Es ist der St. Martinstag und den wollten wir eigentlich ja gemeinsam draußen verbringen mit BesucherInnen und hätten uns verschiedene Orte angeschaut und hätten eine Arbeit von Lapsa, von denen gerade die Rede war, das ist eine Gruppe aus Dortmund, eine KünstlerInnengruppe, adaptiert. Und wir hätten einen Rundgang gemacht zu verschiedenen Stationen und hätten über verschiedene Themen gesprochen, die etwas zu tun haben, nämlich mit Schlaf und Träumen. Und wir als Interkultur Ruhr haben uns auch dafür entschieden, verschiedene Impulse reinzubringen, die was mit Licht zu tun haben und mit diesen Metaphern von Licht und Dunkelheit und was es eigentlich bedeutet, die Nacht oder das Dunkle zu erleuchten und was daran auch problematisch ist, im Sinne von so einer kritischen Kulturgeschichte des Lichts auch. Aber warum haben wir uns das denn überhaupt überlegt, mit denen das zu machen? Es gibt so verschiedene Verbindungen. Es gibt einerseits Verbindungen, die was mit dem Wohnviertel hier zu tun haben, in dem wir sind, was ganz viel mit Schlaf zu tun hat und Industriegeschichte. Denn diese Wohnhäuser hier, die Mietshäuser, die sind alle so aus dieser Idee von Schlafen und Erholung, sozusagen von der Arbeit in der Schwerindustrie entstanden. Es gibt den Kalender. Den haben wir als ein Projekt letztes Jahr gemeinsam gestaltet mit Mehmet Bingelü, einem Friedensaktivisten und Kulturproduzenten aus Essen und mit unserem Grafikteam von The Laboratory of Manuel Bürger. Und der Kalender hat verschiedene Features. Jeden Monat werden verschiedene Initiativen und Projekte und Akteurinnen aus der Region, aus dem erweiterten Bereich, würde ich mal sagen, so von Interkultur vorgestellt. Es gibt verschiedene Feiertage aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Religionen, die vorgestellt werden. Und es gibt auch, das ist dieser grüne Kasten, jeden Monat eine Einladung. Und da laden verschiedene Gemeinschaften und Akteurinnen in der Region im Ruhrgebiet eben zu verschiedenen Festen ein. Und zwar am 11.11., wie ja gerade gesagt, ist der St. Martinstag. Und an diesem St. Martinstag hätten wir gemeinsam mit Lapsa zur leuchtenden Überraschung draußen eingeladen, im Stadtraum. Und stattdessen machen wir jetzt diese Serie und werden mit den verschiedenen Beteiligten jetzt in den nächsten Folgen ins Gespräch kommen. Wer kommt da jetzt noch? Es kommen noch das Team, die Jungs von Workout Services, die die Bank gemeinsam mit uns konzipiert haben und umgesetzt haben. Die werden etwas erzählen über die Form der Bank. Das ist ja schon so eine sehr eigentümliche Form. Die Pangea-Form. Und darüber werden sie uns gleich noch etwas erzählen. Und dann erwartet uns noch ein Gespräch von Cecil Arndt mit Alexis Rodriguez Suarez über rassismuskritische Aspekte, die sich verbinden mit den Themen, über die wir sprechen. Es gibt einen Beitrag in einer der nächsten Folgen von Henriette Gunkel, einer Professorin für Medienwissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum, über, ganz grob gesagt, eine kritische Kulturgeschichte des Lichts. Und wir sprechen mit Martini, Wolfgang Kienast. Das ist ein Stadthistoriker und Kulturproduzent aus Dortmund, DJ auch, der sich sehr stark mit der Geschichte auch des Unionviertels und der Industriegeschichte und speziell mit dem Zusammenhang von Schlaf und Industriegeschichte beschäftigt hat. Ich freue mich auf unsere ersten Gäste in unserer Pilotfolge. Und nämlich, das sind Workout-Studios. Das sind Sepp, Marco und Services. Peter. Oh, sorry, Services. Alles gut. Okay. Hallo. Workout-Services, nämlich ihr habt diese Bank konzipiert, gemeinsam mit uns, und gebaut, oder? Ja. Und vielleicht hast du ja so Lust, ein bisschen so zu erzählen, wie es zu dieser Idee kam, denn diese Idee, nämlich eine Bank zu bauen, ja, und als so Schlusspunkt von diesem Rundgang vorzuschlagen, das kam ja von euch. Mhm. Und vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen was darüber zu erzählen, warum jetzt gerade so diese Idee. Genau, grob gesagt ist die Pangea-Form ja ein Symbol oder ein grafisches Element, das uns schon lange begleitet, wozu ich später noch mehr sagen würde, aber dazu würde ich vielleicht Marco und Piotr, ich bin Sepp übrigens, auch mal fragen, wie wir im kreativen Prozess zu dieser Bank kamen als Form der Skulptur. Ja, genau, also ich meine, es ging ja um
quasi den St. Martinstag und Licht in der Kulturhistorie. Und der Ursprung des Lichts ist ja das Feuer, sagen wir mal, kulturgeschichtlich. Und ist der Ort der Zusammenkunft, der menschlichen Zusammenkunft, um das Feuer herum. Und da haben wir quasi die Pangäa als Idee genommen, als Form eines Sitzkreises, der aber differenziert ist, nicht einfach ein Kreis, sondern der unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Sitzsituationen, unterschiedliche soziale Situationen erschafft. Die Story wäre, dass wir uns eigentlich in dieser Form wissenschaftlich verorten könnten. Wir wären ungefähr hier, ne? Wir haben ja die skandinavische Halbinsel hinter dir gerade, dann wären wir wissenschaftlich gesehen hier. Aber eigentlich kamen wir bei der Pizza Pangea-Aktion auch schon auf den Gedanken, ob wir nicht im Ruhrgebiet schon in der Pangäa leben, weil hier kommt so viel zusammen, so viele unterschiedliche Kulturen auf, in diesen wenigen, vielen Ruhrpottstädten. Ne? Und für die Pizza Pangäa sind wir auch durch 5 verschiedene Städte im Ruhrgebiet gefahren, haben zusammen mit Pizzerien eben uns bei einer Pizza darüber unterhalten, wie es wäre, wenn wir heute schon auf dem Urkontinenten leben würden, wo alle Nachbarn wären. Und kannst du noch mal kurz erklären, was genau die Pangäa ist, also was das bedeutet? Also du hast es gerade ja schon so ein bisschen so durchscheinen lassen, aber was ist genau so die Idee von Pangäa Ultima? Steht ja hier auch auf der Pizzaschachtel. Genau, die Pangäa Ultima ist ein hypothetischer Superkontinent, der vielleicht in 250 Millionen Jahren eintreten würde, wo sich alle Kontinente heutzutage wieder zu einem großen Kontinent mit einer kleinen Insel unten, haben wir auch in der Bank hier, wieder verschmelzen würden. Und warum glaubt ihr, ist das ein gutes Bild fürs Ruhrgebiet? Weil letztendlich, wenn man jetzt das Ruhrgebiet als Kontinent erfasst oder interpretiert, ist ja der engste Ballungsraum in der gesamten Umgebung ist, wenn nicht sogar in Europa so mit. Und letztendlich die Fülle und Anzahl an Internationalitäten, Kulturen, Religionen etc. ist, glaube ich, also es gibt kaum einen Ort hier in Europa, der dem nahe kommt und letztendlich das Ruhrgebiet alles vereint, genauso wie die Pangäa. Ja, ich glaube, wir müssen zurück in die Werkstatt zu den Urbanisten, ne? Ja, stimmt. Noch eine Pangäa bauen. Vielen Dank, Workout Services. Ja, danke. Danke euch. Also was ich ja ganz gut finde daran, wenn Dinge leuchten, ist, dass man sich selber dann manchmal zur Ruhe begeben kann, weil man weiß, dass was anderes noch strahlt. Also Fabian, ich glaube, du kannst dich auch mal entspannen einfach und dann strahlt hier was anderes weiter. No judge nobody, nobody. No take nobody, nobody. Yeah. No judge nobody, nobody. No take nobody, nobody.